Arabische Nächte gingen auch wieder Tag. Hey Sammy, was ist denn hier los? Hey Susi, erinnerst du dich noch, als Elsa ihre Freundin Prinzessin Jasmin besucht hat? Aha, ich erinnere mich. Und Jasmin will jetzt Elsa besuchen. Ich verstehe. Für unseren Gast richtest du also unser Haus wie einen arabischen Palast ein. Ganz genau. Wir müssen die ganzen Möbel loswerden. Dann werfen wir ein paar Kissen auf den Boden. Ein paar mehr. Stopp, Sammy. Ich denke, sie möchte sehen, wie wir leben. Aber falls Jasmin Heimweh bekommt, hat sie ihr eigenes Zimmer. Komm mit. Hallo Leute, es ist schon eine Weile her, dass wir etwas für eine Disney-Prinzessin gebastelt haben. Heute brauchen wir Schaumstoffplatten und Schaumstoffpapier. Wir bauen nämlich ein süßes Zimmer im Stil von Tausend und eine Nacht. Für Prinzessin Jasmin. Oh, hi. Nimm das, Susi. Danke. Das wird ein wunderbares Zimmer im arabischen Stil. Wir machen hier den ersten Schnitt nahe der oberen Kante. Genau so. Leute, bittet deinen Erwachsenen, euch bei den Cutter-Arbeiten zu helfen. Ja, Leute, denkt dran, sehr vorsichtig mit dem Cutter zu sein. Und auch mit anderen scharfen Dingen, die ihr beim Basteln benutzt. Das war's schon. Jetzt dekorieren wir dieses lange Fenster mit diesem goldenen Papier. Susi, die Kanten sehen nicht prinzessinnenhaft genug aus. Nimm die. Interessant. Die sehen wirklich sehr schön aus. Wir platzieren einen Streifen genau hier. Perfekt. Ich hab doch gesagt, das wird fabelhaft. Dann machen wir das heute bei allen Teilen so. Cool, oder? Mir gefällt das total. Susi, dieses Stück lag da drüben rum. Oh, das ist die andere Wand für das Zimmer. Sie hat zwei geschwungene Fenster. Hübschen wir sie auf. Wow, seht euch das an, Leute. Das glitzert so schön. Susi, warum haben wir noch nie was für Aladdin gebastelt? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, Sammy. Ich liebe seine Geschichte. Er ist ein mutiger Mann mit einem großen Herzen. Und als 2019 der Film rauskam, war ich total begeistert. All diese schönen Farben und Animationen. Oh, und die Lieder natürlich auch. Ich wünschte, ich hätte die Lampe mit dem Flaschengeist gefunden. Ach, echt? Und was hättest du dir gewünscht? Einen endlosen Vorrat an Süßigkeiten natürlich. Und was ist mit dir, Susi? Wenn ich jetzt einem Flaschengeist begegnen würde, dann würde ich ihn um mehr Platten für die zweite Etage des Palastzimmers bitten. Lass mich dir deinen Traum erfüllen. Ich kann dir helfen. Abracadabra. Wow, Sammy, das war fantastisch. Habe ich recht, Leute? Gebt uns die Daumen hoch. Jetzt tragen wir den Kleber auf. Macht das vorsichtig und verschmiert nichts. Okay, jetzt kleben wir das an dieses Teil an. Oh, ich bin so froh, dass wir heute im arabischen Stil basteln. Leute, wir haben schon einige Unterkünfte für Elsa gebastelt. Ihr findet die Videos hier auf unserem Kanal. Und der beste und mein Lieblingspart ist die Inneneinrichtung. Wann fangen wir mit den Möbeln an? Einen Moment noch. Wir sind fast fertig, Sammy. Und fertig. Jetzt kann Jasmin die schöne Aussicht vom Balkon des zweiten Stocks genießen. Oh, Susi, was hast du denn da? Ah, sieht aus wie eine Schlange. Das ist keine Schlange. Das wird eine Treppe, siehst du? Hier kommt die erste Stufe. Die Hauptkonstruktion steht und wir können jetzt mit dem Dekorieren beginnen. Ich fange mit diesem Fake-Tattoo an. Boah, Susi. Ich wusste gar nicht, dass du ein Tattoo haben willst. Das ist nicht für mich, Sammy. Das ist für den Teppich. Es ist ziemlich klein, deswegen benutze ich ein Wattestäbchen. Mit Hilfe des Wassers übertragen wir das Muster vorsichtig auf das Stück Schaumstoff. Genau so. Oh, das ist so cool, Susi. Ich liebe temporäre Tattoos. Oh ja, Sammy. Leute, schaut euch an, was wir gemacht haben. Schick, oder? Wir legen ihn hier hin. Das passt perfekt. Hey Susi, schau mal, was ich gemacht habe. Wow, das ist toll, Sammy. Ist das ein Tisch? Ja, ich habe so einen in Aladdin-Film gesehen. Okay, hier ist der perfekte Platz für ihn. Apropos Film. Wusstest du, Sammy, dass er der 9. erfolgreichste Film des Jahres 2019 war? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute dafür ins Kino gegangen sein müssen. Anscheinend eine Menge.
Schon vor dem offiziellen Kinostart wurde der Film als einer der am sehnlichsten erwarteten Filme des Jahres gehandelt. Kannst du das glauben, Sammy? Ich habe auch sehnlich auf ihn gewartet. Ich wollte sehen, wie sie Raja zeigen. Oh, er war so süß. Genau wie diese Couch. Susi, schau dir das an. Ich wette, das gefällt dir. Zeig mal. Wow, fantastisch. Ein kleines Kissen mit Quasten. Und das ist... Wow, noch ein Teppich, der in der gleichen Technik gemacht wurde, wie ich genutzt habe. Der passt hier perfekt her. Das war genial, Sammy. Machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Oh, sieht so aus, als ob wir keine großen Schaumstoffstücke mehr haben. Ich hole noch ein paar. Es dauert nur eine Sekunde. Okay, hier ist der Schaumstoff. Ich denke, das ist genug, um unser Bastelprojekt zu beenden. Hey Susi, schau dir das Bett an, das ich gebaut habe. Okay, ich glaube, da fehlt noch eine Matratze. Okay, hopp, aber jetzt nicht mehr. Wie in aller Welt machst du das? Hier, nimm die Pfosten, die können wir benutzen. Was meinst du mit, wie ich das mache? Na, du nimmst etwas Cooles und machst es mit einer einfachen Berührung noch cooler. Danke, und du bist ein Meister im Basteln. Leute, schaut euch die Bettpfosten an, die Sammy gemacht hat. Danke, Susi. Deine Wertschätzung ist der beste Preis. Auch wenn ich schon darauf gewartet habe, dass du das mal zugibst. Oh, du hinterhältiger kleiner Schleim. Susi, ich hatte noch zwei Bettpfosten gemacht, aber ich finde die nicht mehr. Hier sind sie. Okay. Jetzt müssen wir nur noch die Beine ankleben. So. Und das Bett ist fast fertig. Weil du denkst, dass ich nichts tue, liegst du falsch. Das klang ein bisschen wie eine Drohung, oder Leute? Komm schon, Sammy, gib uns wenigstens einen Hinweis, woran du da arbeitest. Das werdet ihr in ein paar Sekunden sehen. Okay. Leute, wir haben das Kopfteil ans Bett geklebt. Seht ihr? Wunderbar. Etwas fehlt aber noch. Wollen wir ein paar Kissen dazulegen, die Sammy aus Schaumstoff gemacht hat? Hopp. Und hopp. Das ist toll geworden. Voila. Das Bett ist fertig. Ich stelle es hier hin. Susi, willst du sehen, woran ich so lange gearbeitet habe? Klar, Sammy. Ich wette, es ist was Cooles für unser Zimmer. Das ist der königliche Spiegel aus einem Schaumstofftiegel. Sollte das ein Reim werden? Er sieht perfekt aus. Aha. Und er ist ein Geschenk von einer anderen Prinzessin. Schneewittchen. Ah, richtig. Wie ging das nochmal? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich natürlich. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Ich habe diesen süßen Stuhl für die Spiegelkommode gemacht. Und ein Kissen im arabischen Stil. Ich finde, sie passen perfekt zusammen. Susi, hast du da nicht was vergessen? Stimmt. Was würde ich nur ohne dich machen? Lass uns hier etwas Gemütliches reinbringen. Schau dir diese schönen Vorhänge an. Susi, die Pflanzen. Du hast recht. Pflanzen machen jeden Raum gemütlicher und frischer. Stellen wir die hier hin. Und eine hier. Das ist der beste Platz für die hier. Wir denken auch an Jasmins Haustier, den Tiger. Abu wird in der zweiten Etage wohnen. Jetzt füllen wir die Spiegelkommode mit Kosmetik. Voila! Das Zimmer von Prinzessin Jasmin ist fertig. Raja scheint die Einrichtung zu gefallen. Leute, wollen wir es uns mal genauer ansehen? Okay, jetzt ist alles perfekt. Leute, ich hoffe, Prinzessin Jasmin gefällt dieses Zimmer. Sie ist da! Sie ist da! Ruhig, Sammy. Atme. Du hast recht. Es ist nur eine weitere Disney-Prinzessin, Sammy. Du schaffst das. Hier ist sie. Jasmin, das sind Sammy und die Leute.
Jasmin, wie gefällt es dir hier? Aha. Okay, verstanden. Jasmin sagt, das Zimmer sieht fantastisch aus. Außerdem hat sie mich gebeten, ein paar Bilder zu machen. Juhu! Leute, hat euch unser Bastelprojekt gefallen? Dann gebt uns die Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Bye, bye!